Aber das heißt, du bist auch so hau drauf, ne? Hau drauf und so. Oh, können wir hier einen Breach-Code verwenden? Knacken? Yes! Okay, wir haben 5 Plätze. Das kommt schon noch. Ja, früher oder später werde ich auch noch mal sterben. Also, ich bin einmal gestorben, um ehrlich zu sein, aber das war in der Cutscene. Da konnte ich nichts dafür. Aber so im Kampf bin ich noch nicht gestorben. Du bist schon drauf vorbereitet. Hast einfach das Emote schon auf Shortcut direkt auf Makro gelegt. Und dann geht's los. Noob, noob, noob. Okay. Was können wir. Ich würde jetzt hier den letzten machen, weil ich glaube, wir können die nicht so richtig kombinieren. Dafür haben wir zu wenig. Wir könnten 5-5, 1C, E9, E9, 5-5, aber wir können mit der 55 nicht anfangen. Wir könnten. Ach, ich nehme jetzt das untere. Letztes Mal habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich alle drei Zeilen bekommen habe. Ja, ich nehme dann auch das dritte. Also. Ich gucke nur immer gern, ob ich es halt kombinieren kann. Weil je mehr, ist besser. Je mehr, desto besser. Bin eher sneaky, so auf Reflex, Coolness und Tech. Ja. Ich bin tatsächlich. Ich level relativ ausgeglichen. Ich will mich da gar nicht so krass spezialisieren eigentlich. Ich mache überall so ein bisschen was rein, dass ich auch ganz coole Dialogoptionen habe. Aber ja, mache das relativ gleichmäßig. Kennt ihr das? Ihr gewöhnt euch etwas an und dann müsst ihr euch das wieder abgewöhnen. Ja. Schon. Was musst du dir denn abgewöhnen? Hast du dir eine Kampftechnik eingeprägt bei Elden Ring, die dir nichts mehr nützt? Und jetzt musst du dir das wieder abgewöhnen? Genau. Ja, ich glaube, das ist blöd, oder? Das Muskelgedächtnis ist halt auch echt böse. Muss nur erstmal ein bisschen Platz machen. Eigentlich bin ich mit meinem Präzisionsgewehr, mit dem Sturmgewehr, was ich ausgerüstet habe, bin ich eigentlich nicht so zufrieden, tatsächlich. Hallo Susi, schönen guten Abend. Ich glaube, so richtig wurde nichts in Elden Ring geändert, aber in Elden Ring hast du ja das Problem in Anführungsstrichen, du lernst ja die Bosse auswendig. Und wenn du da die aber quasi was falsch antrainierst, könntest du Probleme bekommen und das, was du bei dem einen Boss gelernt hast und dein Muskelgedächtnis jetzt halt quasi inne hat, das kannst du beim nächsten Boss ja nicht mehr anwenden. Ich glaube, das ist das größte Problem mit bei Souls-Likes. Was ich auch hätte.
ja ein bisschen was zerlegt. Ich könnte dann eigentlich auch mal. Broke ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Ach, der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten zu werden. Sie braucht einen Tritt in den Arsch. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir können da mal wieder ein paar Levelpunkte ausgeben, eigentlich. Hey, fahr Boss, über sie drüber. Ich hab deine Fracht. Hey. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, auf Sunset Motor. Kommt auf die Waffe und Spießstil an. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Ich habe Elden Ring nie gespielt, ich trau mich okay, nicht. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Ich glaube, ich bin nicht so ein Souls-like. Die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Genau. Was ist das Sunset Motel? Ein sicherer Ort, nicht weit von hier. Und Sixth Street wird keinen Scheiß versuchen? Bin schon oft für sie gefahren. Nie was Krummes abgelaufen. Hoffentlich wissen die, was gut fürs Geschäft ist. Klingt nach Spaß. Super Spaß. Na komm, Fahrt überspringen. Zeit sparen. Da sind sie. Lass mich reden. Nichts nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Muss ich das machen? Wenn ich jetzt die Waffe ziehe? Also... Hey, Boss. Panam! Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Ha, du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Ein Partner. Hier. Erstklassige Ware. Mhm. Müssen wir gleich schießen. Und? Bin ready. Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten fett okay. anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Ich warte, bis sie weg sind, bevor ich die Waffe wegstecke. Stehst du hier noch länger rum? Ich gehe nur auf Nummer sicher, Panam. Stehst du hier noch länger so, rum? So, jetzt. Da, da, da. Musst du machen, ist nice von der Optik und so schwer ist jetzt auch nicht, solange du nicht Level 1 rum. Ja, ich werde mal Steel Rising als Souls-like. Die Ruffen sind tot. Sixth Street ist zufrieden. Versuchen. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Der Tag ist noch nicht vorbei. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen. Aber tatsächlich habe ich das heute auch schon gelesen im Chat, dass Elden Ring sehr viel Spaß macht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich keine anderen Spiele mehr zu spielen habe oder so. Mal gucken. Nee, das DLC habe ich nicht. Also, wenn du jetzt von Cyberpunk sprichst, nee. Ist auch mein erster Run, also mein erster Spieldurchlauf. Und ich guck mal, wie mir das so weiter noch gefällt. Und dann vielleicht irgendwann mal das DLC. Das wird aber niemals passieren. Keine anderen Spiele mehr. Naja. Vielleicht kennt ihr mich tatsächlich. Ja, Julia jetzt auch noch. Okay, ich geb's zu. Ich hab zu viele Spiele. Aber vielleicht... Wisst ihr, es ist ja das gleiche wie mit hey, dem Noah. Kleiderschrank. Hey, neue Auftraggeberin oder neue Freundin? Der Kleiderschrank ist übervoll. Trotzdem steht dir. Nicht immer alles Haben an. Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Dann kauft die man Ruffen? Sich ein neues T-Shirt. Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder. Aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein?
Roseph, 2. Dieses Paket für Sixth Street. Was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Haloperidol. Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Verticken sie die? Ja. Haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Also, trinken wir auf dein Thorn. Danke für alles, Partnerin. Partnerin, direkt. Okay. Prost. Noch eins, bitte. Ich habe auch nie das Richtige anzuziehen. Danke nur. Zum Wohl. Und so ist es halt mit Spielen. Ich habe echt genügend Spiele, aber wenn halt mal hier und da eins im Angebot ist, dann... Es schadet mir ja nicht. Es tut mir ja nicht weh, das erstmal irgendwo zu besitzen. Ich weiß, dass es eigentlich doof ist, ne? Ich müsste das machen wie Julia. Ein Spiel beenden und dann erst ein neues kaufen. Aber der Punkt ist eh vorbei. Also das... Ja. Jetzt ist eh egal. Was die Ruffen angeht, sind wir mit denen fertig? Oh nein. Die Schiffe sind wie Kakerlaken. Die wird man nie los. Aber für eine Weile sollte es ruhig sein. Die müssen sich erst aufraffen und den Staub abklopfen. Meinst du, du gehst zu den Aldecaldos zurück? Ich meine nicht jetzt, klar. Aber irgendwann. Weiß nicht. Einerseits habe ich niemanden außerhalb des Clans. Scheiße. Ich kenne gar kein anderes Leben. Und andererseits? Will ich wissen, wer ich ohne meinen Clan bin? Wer wäre ich, wenn ich in Night City bleibe? Noch mal von vorne anfangen. So wie ich. Mhm. Aber im Moment scheine ich irgendwie nur alle Brücken hinter mir einzureißen. Denkst du dabei an Rogue? Nein, aber danke für die Erinnerung. Susi, was für ein Buch hast du gekauft? Weh. Meinst du, ich könnte mit ihr auch einen Neuanfang machen? Sie scheint ihre Eddies auf die richtigen Leute zu setzen. Du kriegst das schon hin. Ich habe gesehen, in der Bücherbüchse gibt es jetzt den zweiten Teil von Fourth Wing, oder? Mit Special Buchschnitt und so. Ich mache das auch, Whitey. Ich habe so viele ungelesene Bücher zu Hause. Das ist schon, also... Ja. Ich habe alles zu viel, aber trotzdem nie das Richtige da. Bei Spielen nicht, bei Klamotten nicht, bei Büchern nicht, bei Filmen nicht, bei... Nie. Ich kann machen, was ich will. Ich? Wie kommst du drauf? Weiß auch nicht. Also, hab ich jetzt so vermutet. Ja, aber siehst du, Julia, du hast es bei Paleopines so gemacht. Und das ist eigentlich ein gutes Vorbild. Aber... Wisst ihr, wenn der Sub, also der Stapel ungelesener Bücher oder der Pile of Shame, der Stapel ungespielter Spiele, wenn das eh schon so übergroß ist, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr anfangen, darauf zu achten, ob ich mir jetzt ein Buch oder ein Spiel kaufe oder nicht. So. Wenn es dich tröstet, das mache ich sonst nicht. Nein, Julia, du musst jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Du bist jetzt mein Vorbild. Aber ich werde den nicht lesen, weil einfach zu teuer. Ist deine Bücherbüchse noch mal teurer? Dürfen die das noch teurer machen? Okay, jetzt sind meine Bedürfnisse an der Reihe. Wie lautet der Plan für Hellmann? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich muss erst mal darüber schlafen. Dann können wir über Details reden. Am besten nehmen wir uns hier zwei Zimmer, bleiben in der Nähe. Wir legen gegen Mitternacht los, dann sieht uns keiner. In Ordnung? Wow. Bananen. Vielleicht wollen wir uns auch nur ein Zimmer teilen? Wie?
Morgen kommt meine Vorbestellung von Julia Dippel und übermorgen meine Vorbestellung Jennifer L. Armentrout. Das sind zwei Bücher. So sieht... Ah, nee. Haben wir uns jetzt eigentlich schon geeinigt, was wir mit Ava Reed und Wildstone Hospital machen? Lesen wir das weiter? Was ist los mit dir? Ich glaube, da kommt ja im November der nächste Teil. So eine bin ich nicht. Achso, ja, natürlich mache ich das immer so. Kann das Konzept voll empfehlen. Braucht auch fast gar keine Disziplin und atmet auch nur minimal in Stress aus. Voll super alles. Ja, Julia, du könntest Motivationsrednerin werden. Wie? Lass uns später nochmal hier treffen. Oder ziehen wir das jetzt durch? Ziehen wir die Quest jetzt durch? Hey, du da. Ja, du, ich rede mit dir. Ach komm, wir probieren. Vielleicht nur ein Zimmer? Lass mich raten. Vielleicht nur ein Zimmer? Mhm. Noah hat in allen Zimmern zwei Einzelbetten. So sparen wir Geld. Okay. Wollen wir es Susi, du hast mir gestern was erzählt. Von einer Streamerin. Was ist los mit dir? Zieh mal durch. Genau nicht. Ich glaube, den nächsten wollten wir erstmal noch lesen und dann endgültig in. Okay. 10 Casinos, 5 Pools, die beste Braindance-Ausstattung. Also geht's im November ja, glaube ich, weiter mit der Reihe. Okay, wir ziehen durch, okay? Wie? Nicht ganz, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß. Es ist nur, ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Ja, toll. Schon gut. Ich bin auch froh. Das war ein verdammt harter Tag. Aber wir haben ihn überlebt. Und, das werden wir morgen auch. Das höre ich gern. Alles okay zwischen uns? Mhm. Ja. Julia, hast du das schon mal gespielt? Wir sind aber sowas von in der Friendzone. Nur für heute Nacht. Ich gehe eine Runde schlafen. Ohne mich? Ich dachte, das ist mein Jahr. Und so. Aber ich bin wahrscheinlich, also mein Charme ist dann doch nicht so. Oh, warte, hier ist ein Graffiti. Das ist, glaube ich, draußen dran, oder? Warte, hier ist ein Graffiti. Das bestimmt. Ja. Das Rad des Schicksals. Nur weil du eine Frau bist? Echt? Wäre ich jetzt der männliche Wie, hätte ich jetzt mit ihr ein Bett teilen können? Die Arme. Ja. So eine richtig blöde Situation. Wie soll man dann da jetzt noch reagieren? Einfach einen Korb bekommen. Das Rad des Schicksals steht für bevorstehende Veränderungen. Das Schicksal kann sich zum Guten oder zum Schlechten wenden, aber so oder so tun sich neue Möglichkeiten auf. Das Rad führt uns vor Augen, dass niemand für immer ganz oben bleiben kann, aber auch, dass nicht jede Lage ausweglos ist. Immer noch Levelpunkte zu vergeben. Wow, als männlicher Wie hätte ich... Ist ja gemein. Aber tatsächlich muss ich sagen, bin ich in Spielen ganz oft so total unromantisch und will überhaupt nicht solche Liebesbeziehungsdramen-Dinger in Spielen. Gerade auch bei Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel hättest du ja auch als Alexios eigentlich immer und überall können. Aber habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht, eigentlich mag ich das auch nicht. Aber man muss ja mal was Neues wagen. Und dann gehen wir hier einfach in dem Spiel auf... Voll rauf und so. Boah, hier liegt Geld. Apropos Splitter, warte mal. Hatte ich hier irgendwelche... Nee. Ich hatte keine verschlüsselten. Ja, das stimmt, Whitey.
da wiederum ist es halt sehr realistisch gehalten. Und man mag ja auch nicht jede Person. Also zumindest nicht so sehr und so. Gut. Nacht. Mhm. So hast du wenigstens mehr Platz. Ja, das stimmt. Aber ich hätte mir auch keine Decke teilen müssen, weil hier gibt es gar keine. Mein Name ist Dakota Smith. Wenn du hier draußen nach Jobs suchst, bekommst du sie bei mir. Zu welcher Nation gehörst du, Dakota? Aldi Caldos. Aber ich bin nicht mehr unterwegs. Ich bin Vi. War mit den Beckers unterwegs. War. Also früher. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. Verstehe. Wir sprechen bald wieder, Vi. Wir sprechen bald wieder, Vi. So, die Frage ist, machen wir die Panam-Quest weiter oder gehen wir zu Judy? Weil zu der Frage, wie findest du Judy, kann ich noch gar nicht so viel sagen, weil ich habe Judy erst einmal kennengelernt, als ich meinen ersten Braindance hatte. Ansonsten habe ich mit Judy noch nicht so viel zu tun gehabt. Aber wir könnten eine Judy-Quest machen. Dann hätten wir auch diese Quest hinter uns, die Buggy ist. Ich glaube, ich fände das ganz gut, wenn wir das erledigt haben. Ja, aber ich habe so viele Missionen, die ich machen kann. Ob ich dann später wiederkomme und warten muss oder jetzt, ist eigentlich auch egal. Ich würde jetzt lieber zu Judy gehen. Und dann machen wir die komische Buggy-Mission. Oh, hier ist wieder so ein Cyber-Psycho. Boah, ich habe einen davon gemacht. Stopp, stopp. Keinen Weg markieren. Okay. Da sehen wir halt noch einen anderen Charakter wenigstens und nicht nur die ganze Zeit Panam. Dich hier nicht schon mal gesehen? Gesichter kann ich mir gut merken. Hier für ein bisschen Spaß. Ja, ich suche Evelyn Parker ich immer noch. Ich suche Evelyn Parker. Weißt du, wo sie gerade ist? Kam früher mal her. Hab sie aber eine Weile nicht gesehen. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Wirf mal einen Blick hier rein. Hm? Sag mir, Babe, sehe ich so gut aus? Geht's hier überhaupt runter? Judy ist mal wieder total peinlich. Ich frage mich, warum es so an ihr hängt. Willst du was trinken? Wann habe ich bitte jemals Scheiße gebaut? Hey, wo bist du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Gut sein. Ist eine Freundin von Judy. Dachte, die redet mit mir. Hab einen Weg gefunden. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen?
Mach ich gar nicht. Wenn du es so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Susi ist hier. Wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Toll. Jetzt ist Susi sauer auf dich. Du lässt einfach nicht locker, oder? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Oder? Susi scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen, es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? So, sie ist einfach ein bisschen gestresst. Bisschen. Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht? Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Warum sollte ich? Okay. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Okay. Ich glaube, gelootet hatten wir hier letztens schon. Warte. Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Ich kann nichts versprechen. Niemals was versprechen. Hör zu, wie? Ich weiß, dass du weiter musst, sobald du sie gefunden hast. Aber ruf mich bitte an und sag Bescheid, okay? Hast du dir Sorgen? Eine Puppe. Johnny. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in dem verblassenden Verstand. Dich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht?